Moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und wir sind jetzt eine weitere Stadion. Heute Abend spielt SC Freiburg gegen Racing Club The Lost, Rückrunde der Europa League Playoff. Das Hinspiel in Lens oder Lost, keine Ahnung, wie man es richtig ausspricht, ging 0-0 aus. Keine Tore dort, das heißt, heute Abend werden wir zu 100% Tore sehen. Beginnen wir den Tag mit einer Tasse Kaffee. Mein Lieblingskaffee in Freiburg. Auch das hoffentliche Weiterkommen in der Europa League. Sie machen hier den Flat White so gut. Es ist sehr windig, aber ich hoffe, ihr versteht mich klar und deutlich. Hinter mir ist das Rathaus. Ich glaube, man kann sogar einen Blick reinwerfen. Das machen wir jetzt. Ich bin immer am Rathaus vorbeigelaufen, habe aber noch nie einen Blick hier reingeworfen. Und das sieht echt cool aus, oder? So sieht das Gebäude von außen aus. Und vor dem Gebäude gibt es ganz viele verschiedene Wappen. Innsbruck-Wappe, Padua-Wappe und vieles mehr. Und da sind auch schon die ersten Lost-Fans. Die machen Stimmung hier. Ah ja, Mann, geil. Mit 10 Mann schon richtig gute Stimmung. Alter, ich bin so heiß auf heute Abend. Und über die Stadt fliegt ein Polizeiheli. Er checkt, ob hier alles in Ordnung ist. Ich weiß jetzt, warum der Heli über die Stadt fliegt. Weil vor uns haben sich die ganzen Lost-Fans versammelt. Da gehe ich jetzt hin und die haben Pyros gezündet. Warte, ich kann es mal ranzoomen. Sieht man das? Oh ja, da gehe ich jetzt hin. Ich bin hergerannt, um das hier mitzuerleben. Puh, Alter, krass. Fanmarsch von Racing Club The Lost. Ich liebe internationale Wettbewerbe. Heute Abend geht es um alles oder nichts. So geil. Rot und gelb wie die Farben von Racing Club The Lost. Sieh dir das nur an. Unsere Steuergelder. Wahnsinn. Sie machen sich jetzt auf den Weg ins Stadion und werden begleitet von vielen Polizisten. Geil. Pyros ohne Ende. Was für krasse Aufnahmen hier in Freiburg. Wahnsinn. No Pyro, no Party. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns heute im Stadion. Mein Tipp ist ein 2-1 Sieg für SC Freiburg in der Verlängerung. Die haben hier jetzt schon viel gefackelt. Das heißt, heute im Stadion wird es brennen. Es regnet. Ich bin blitzschnass. Aber jetzt gehe ich was essen. Es sind wirklich sehr viele Fans aus Lawns mit dabei. Und hier ist der Platz der alten Synagoge. Sieht echt schick aus. Und hier haben sie ihnen was hingelegt. Blumen oder so. Ah ja. Politiksache. Gedenken an Alexei. Jetzt werde ich hier essen bei Divan Ocakbashi. Der hat sehr gute Bewertung auf Google. Gehen wir rein. Oh wow, episch. Okay. Schöner Laden, aber fast nichts los. Mein Essen für heute. Gegrillte Auberginen mit Joghurt, Brot und ein Ei. Warmes Brot, reintupfen und yalla. Gutes Essen. Das Restaurant gibt es schon seit über 20 Jahren. Das sagt schon was aus. Jetzt laufe ich noch ein bisschen durch die Stadt und dann gehen wir ins Stadion. Der Himmel ist so grau und düster. Es macht einen depressiv. Aber ich bringe Farbe in das Leben. Hier vor dem Münster gibt es einen Souvenirshop. Schauen wir mal, was hier so gibt. Alles Handarbeit. 2000 Euro das hier. Das nächste Mal, wenn ich wieder in Freiburg bin, werde ich mit euch zusammen das hier fahren. Guck mal, was da steht. Mit Deutschlands längster Umlaufseilbahn auf 1284 Meter. Nochmal eine Tasse Flat White. Yeah. Der ist auch sehr gut gelungen. Ein schöner Kaffeeladen hier in der Straße. Und Freiburg sieht bei Dunkeln einfach noch viel schöner aus. Aber jetzt ab ins Stadion zum Playoff-Spiel. Das ist der Kaderwert von Freiburg und das ist der Kaderwert von Lost. Ja, man sieht, kein großer Unterschied. Nur 10 Millionen Euro Unterschied, das ist ja nichts. Und der teuerste Spieler bei Lost ist Nummer 9, Wahi. Er kostet 40 Millionen Euro.
Lawrence hat viele gefährliche Spieler. Auf die müssen wir achten. Wir müssen heute einfach als Team zusammenspielen. Europa-Park-Stadion. Wir sind da. Da ganz vorne ist es. Die Sonne geht runter. Wow, was für ein schöner Himmel. Wichtig und richtig. Der Investorendeal in der DFL wurde geplatzt. Dank an jede Fanszene da draußen, die mitgemacht haben. Und Toni Kroos wird ab März wieder für Deutschland spielen. Geil ist das denn? Ist denn Journalismus hier vom Stadion? Von das Erste. Cool. Hier sind die Wolken noch hell, aber da sieht's gar nicht gut aus. Regen angesagt. SC Freiburg immer wieder vor. Herzlich willkommen. Unser Block O2. Auf geht's. Wir gehen rein. Die Kurve weiß. Der Gästeblock voll. In unserem Block auch wieder Lawrence-Fans. Wahnsinn. Schaut euch das mal an. Mein Platz für heute, 12. Reihe. Baba. Roland! Salai! Das gibt es doch nicht! Grifo ist wieder auf der Bank! Grifo ist so ein wichtiger Spieler und er ist auf der Bank! Muslia auch auf der Bank! Warum haben wir ihn verpflichtet? Verstehe ich nicht die Aufstellung! 32 Vincenzo! Und die 38 Michael! Oh, ich bin der Kurve! Lässt mich nie allein! Schöne Choreo, auf der anderen Seite ebenso. RC Dance Football Fans, das reimt sich sogar, geil. In dem Sinne, auf ein geiles, unterhaltsames Fußball. Der Gäste kommt, auch stark. Nur Pyros gehen. Nach links. Let's go. Auf geht's. Hier ist der 40-Euro-Mann. Bari. Auf den müssen wir aufpassen. Auf Bari am Ball. Gut verteidigt. Auch Nachschuss. Grifo ist der Spezialist dafür, nicht Doan. Versteh ich nicht, warum Grifo auf der Bank ist. Es zählt! 20 Minuten wurden gespielt und es gab bis jetzt keinen Torschuss. Thank you.
Schade, Mann. Angriff. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Alter, wow. 17. Er befindet sich beim Eingang. Die Gäste-Fans, die sind wirklich heftig. Laut. Brutal. Hätte ich echt nicht gedacht. Oh mein Gott, was für eine Parade. Der Ball ist noch heiß. Ein Haken, aber auf der anderen Seite. Boah, es ist einfach die spieldynamische Mannschaft. Die sind so gut, die sind schnell. Freiburg, naja. Boah! Das ist der 40 Euro, Mann. Scheiße. Oh mein Gott. 40 Euro, Mann, hat getroffen. Bari. Ich hab gesagt, auf ihn müssen wir aufpassen. Ab der Fehler von uns. 2:0. Da ist das 2:0 in der 45. Minute. Christian Streich hat es, glaube ich, vercoacht. Die Aufstellung war schon komisch. Echt. Schade. Aber krass, das war wirklich ein schönes Tor. Super. Zweite Hälfte, bitte alles nach vorne schmeißen und riskieren. Lenz hat Bock, Lenz kämpft. Freiburg, bitte. Sie haben offensiv Angst. Sie schmeißen nicht alles nach vorne. Sie riskieren nicht. In der Halbzeitpause Stimmung. Die singen durch. Wahnsinn, echt. Wenn sie zwei Tore in der ersten Hälfte geschossen haben, können wir das auch. Ich hoffe, die zweite Hälfte wird besser. In dem Sinne, viel Spaß. Rein in die zweite Hälfte. Auf Freiburg, bitte. Kampfgeist zeigen, Wille zeigen. Von mir aus können sie das verlieren. Aber wenigstens mit Kampfgeist. Und zieh. Und zieh ab. Grifo, so ein erfahrener Spieler, den lässt man einfach auf der Bank. Ginter, guter Abwehrspieler, auf der Bank. Ginter, super Spieler, auf der Bank. Lucia, verpflichtet, spielt nicht. Attila Salai, verpflichtet, spielt nicht. Also echt, warum? Warum? Komm, bitte, Konzentration! Warum zieh, Alter? SCF spielt in der zweiten Hälfte auf jeden Fall viel besser als in der ersten. Ich liebe sowas. Hey! Elfmeter, hallo! Schade, es gibt keine Elfmeter. So wunderschön wie gestern war. Komm! Start, Tor! Da! Freiburg will es da. Ich hoffe, sie machen das noch hoffentlich.
mit der Nummer 22, Roland Salai! Roland Salai! Roland Salai! Oh, schade, schade, auf dich! Kampfgeist ist da, Wille ist da, Stimmung ist da, wir machen das, wir machen das. Freiburg International. Auf, Dorn, Konzentration bitte. Okay? Auf, schieß! Oh mein Gott, was für eine Parade! Alter! Freiburg ist so gut gerade. Wie können sie sitzen bleiben? Die bleiben alle so schön sitzen. Alter, Freiburg so gut. Sie machen das noch. Scheiße! Das war knapp, Alter! Eine Chance nach der anderen! 72. Minute, noch 18 Minuten, nicht Nachspielzeit. Wir machen das noch offen. Die erste Hälfte hat Christian Streich zercoacht. Wirklich, schlechte Aufstellung. Es hat Christian Streich gewechselt und plötzlich ein ganz anderes Gesicht vom SCF. Der 40-Euro-Mann geht raus. Mari! Auf! 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 Eckball! Interessante Variante. Danke, kommt. Oh Mann! Wir machen sie platt. Die zweite Hälfte geht echt ab. Nichts für schwache Nerven, wirklich. Und ich merke gerade, Lance zittert. Aber sowas liebe ich. Das sieht einfach so schön aus. Noch 10 Minuten plus Nachspielzeit. Dann ist vorbei. Oh, sehr gut. Jawohl. Jedes Herz stehen geblieben. Also die Abwehr von Freiburg und keine Presse. Glück für uns. Die erste Hälfte haben wir einfach verpennt. Wirklich. Einfach vercoacht, verpennt. Komm, du, zeig deine Trippings. Schöner Pass. Zieh ab, Junge! Konzentration bitte. Nach vorne, Jungs, bitte nicht nach hinten. Mensch. Gute Flanke. Ah. Was für ein Fußballwetter. Grifo! Nicht mehr im Spiel, die 34. Grifo ist drinnen. Ich sehe es kommen. In der 95. Minute macht Grifo das 2:2. Schöner Ball. Komm! Oh, er lenkt mich noch! Das war die 90. Minute. Der Tor von Melz auch so gut. So viele gute Paraden gemacht. Eckball, Grifo sieht. Bitte Konzentration. Grifo! Meine Güte, was ist das? Komm! Bitte, Flanke jetzt! Zieh ab, Junge! Scheiße, Lenz-Kontakt! Scheiße, das sieht nicht gut aus! Lenz-Kontakt! Oh, das ist ein guter Konter! Das ist ein guter Konter! Starke Parade! Alter, einmal gut gemacht! 10 Minuten nach Spielzeit, dann ist vorbei. Wahnsinn, was für ein Spiel! Die letzten Minuten laufen und hier bleiben alle sitzen. Wie kann man nur? Ich kann das nicht. Ah! International! International!
Schau dir diese Anzeigetafel an. 2-2. Beste Block. Ich höre nichts mehr. Ich höre nichts mehr. Jawohl! Die Kurve bebt! Komm, ein drittes bitte! Komm! Scheiße! Ja! Ah. Fertig! 2-2! Es geht in die Verlängerung! Ja, wie ich gesagt habe! Kann Lane 2 Tore in der ersten Hälfte schießen, können wir das auch mit Kampfgeist und Wille. Ach, Verlängerung. Ey, was für ein Spiel, was für ein Spiel. Roland Salai, ich krieg doch dein Herz. Wahnsinn, einfach 2 Tore. Ey, dieses Spiel, ein Spiel mit Achterbahngefühl, das ist einfach unfassbar. Von 2-0, erste Hälfte haben wir gedacht, fuck, wir sind bestimmt raus. Aber dann, zweite Hälfte, Kampfgeist, Wille, 2 Tore aufgeholt, 2-2, Verlängerung. So ist der Fußball. So geil der Sport, ne? Jetzt geht's ab in die Verlängerung. Oh! Wahnsinn, schaut euch Freiburg an. Alle nach vorne. Sie wollen das 3-2. Woher kommt die Choreo auf einmal her? So wunderschön. Scheiße. Gut verteidigt. Christian streicht voller Mitfieber. Die erste Hälfte der Verlängerung ist um. Wir wollen in die Achtelfinale. Jawohl, Gott sei Dank. Jetzt beginnt die zweite Hälfte. Wir haben einfach so eine starke zweite Hälfte gespielt. Das haben wir uns verdient. Oh Mann, scheiße. Gott sei Dank, Alter. Wieder mal kurz ganz bei Atubu weiß man nie. Manchmal patzt er, manchmal passt er nicht auf und manchmal macht er auch super Paraden. Jawohl, jawohl, Doan, stark. Stark. Jawohl, Doan, Musilia. Oh, stark. Stark, Mann, jetzt alle nach vorne. Tipo, Konzentration. Jawohl, Tipo. Hey! Oh Gott. Ja, Mann, Scheiße! Jawohl! Das sind gefühlt die längsten 15 Minuten meines Lebens. So verrückt. Noch eine Minute. Eine Minute Nachspielzeit. Dann sind wir eine Minute Nachspielzeit. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft!
Liverpool kann kommen. Jürgen Klopp kann kommen. Wir machen sie fertig. Die Jungs haben sich das verdient. Lenz, wirklich super Stimmung. Und seht ihr, wir brauchen keine Investoren in der DFL, um international was zu reißen. Ich hoffe, Nils Pedersen war auch im Stadion. Wir sind einfach weiter. Also geil, echt. Was für schöne Aufnahmen hier in Freiburg. Geiler Fußballabend, absolut verdient weitergekommen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao. Hey.